neue Damen ihr erstes Rennen. Das ist die Annika Hübner mit der Jasmin Meile, unsere Rennlady. Hey, guten Morgen, Jasmin. Geile Nummer hier. Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch in anderer Stimmung und hoffe natürlich, dass ich heute im Finale vielleicht noch den Fehler vom Auto finde und ihn irgendwo überholen kann. Na, du findest die Fehler nicht, das holt dein Team für dich natürlich raus. Ne? Da unten sind die Jungs dort drüben, Widerstand Nummer 102, alles voll. So, da ist erstmal, komm, stell dich selber vor, wer du bist. Na, dann haben wir auch geholt. Mein Morgen im Auto heute hier mit. Ja, und hier der kleine Jonathan sitzt im Auto, da sitzt die ganze Meute drin, das Marco Thüring Auto. Und damit wollen wir hier weiterfahren, die ganze Truppe. Jonathan, der riecht auch schon danach Marco Thürings Auto. Und das ist. Hier kommt der Brian Köhler, stopp. Brian Köhler mit dem ganz kleinen und Petschel hinten im Cockpit. Brian, du bist ja auch Mitglied hier beim Tirolhaus in der Bergland. Fühlt sich da wohl? Auf jeden Fall. Wunderbare Strecke. Wird auch passt heute. Naja, kommen wir angreifen. Ja, da kommt Martin Wagner, unser Ex-Junior, der ja Juniorenmeister war. Tiltrain, arbeitest du noch bei der Schmiede Hellersdorf? Nee, wir sind jetzt komplett alleine. Immer mit dem für die Technik zu tun. Martin, vielen Dank und alles Gute. Und hier Grit Hellersdorf. Hey, Grit, komm. Mal raus aus der Kiste. Grit Hellersdorf in der Europameisterschaft durchgefahren. Auf Rang 12 beendet. Das ist ein Erfolg. Applaus, liebe Zuschauer. In ganz Europa. Und gestern macht sie ihr Auto kaputt. Ja, leider. Der dritte Gang hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Und ja, wir haben es leider nicht reparieren können. Obwohl heute das Wetter so super ist. Wir hätten ja noch ein paar Runden gedreht, um einfach noch wieder ein bisschen Training zu haben. Aber es soll halt nicht sein. Ja, aber dafür geht es nächstes Jahr nochmal in die Europameisterschaft. Ja, das haben wir vor. Ja, die gewonnen. Der Doppelstarter, Ari, alles Paletti. Ja, du bist ja über 30 Jahre schon im Motorsport dabei, im Autocross-Sport, damals noch unter der Ära von den Oberlausitzern. Und das ist natürlich schon gut. Und der Klaus Riedelzwane mit. Komm, Kleiner. Komm, Kleiner. Da habe ich die 507. Kommen Sie raus. Ich darf dem Europameister, dem amtierenden Europameister, herzlich willkommen heißen als Clubmitglied hier beim NC Oberlausitzer Bergland. René Mandl! Hey! Wahnsinn! Ja, wie du schon sagst, das war wirklich auf Messers Schneide. Die Entscheidung, die fiel dann im letzten Finalrennen, wo wir leider nur zuschauen konnten, weil wir Samstag und Sonntag Pech hatten. Zum Glück dann doch die Entscheidung für uns gefallen und darum ist auch die Freude sehr, sehr groß. Ja, du lebst mittlerweile in der Schweiz. Bruno habe ich vorhin schon mal dran gehabt, als du wieder mit deinen Reparaturarbeiten unterwegs war. Ist ja schon einiges zu Bruch gegangen, aber ihr seid ja dennoch gekommen. Das ehrt euch wahnsinnig, hier nach diesem grandiosen Erfolg vor 2 Wochen hier zu starten in der Oberlausitz. Und wir freuen uns alle mächtig und ich hoffe, nächstes Jahr bist du ja auch wieder in der EM als Titelverteidiger zu sehen und zu hören. Ja, auf jeden Fall. Titelverteidigung, ja, ganz sicher in der Buggy 1600. Der Rest, lassen wir mal auf uns zukommen. Genau. Thank you.
fährt auf ihrer Hausstrecke. Das neue Auto ging da schon etwas und da ist es. Ein Punkt für Armin Pfalz, zwei Punkte für Robert Wiedemuth.